Penner. Das, alte Bücher. Hast du mein Haus voll weggebaut? Ein bisschen schauen, wo ich hinlaufe. Boah, verschlossen sehr leicht. Verschlossen leicht. Sag ich den? Da ich den Computer kriege, nehme ich mir EP. Position, Munition, eine Laserpistole. Alles mit, ich bin schwer, war so klar. Ich muss speichern. So, lass uns mal machen. Heading. 5. Wearing geht doch, kein Problem für mich. Machen wir wieder aufheben, passt. Kein Wort für Abregungskomputer, toll. Wenn hier noch andere Mutanten da sind, die ich gecheckt habe, dass ich da bin, weil ich schon bei 5 Minen ausgelöst habe. Echt blöd. Hey Hund, man kann so über Sachen laufen. Da. Wo bist du? So gequietscht wie ein Mädchen. Mich damit erschreckt noch dazu. Sehr gut. Warum? Die ganze so voll. Moment, Moment, Moment. Bin doch so ein Trottel. Wunder. Sagt da 100 Gegenstände rum. Ey, ich dachte, ich habe hier ein Computer-Ding gefunden. Kein Wort. Gebe dich rein. Rechts war ich, da war ich, da war ich. Da links war ich, hier drüben war ich. Was? Vorne war ich auch gerade, dann geht's hier weiter. Der Hund? Ja, der Schlauchspritzdüse. Oh. Wir essen die wohl. Geht's dir gut? Also verstümmelte Ding mitgenommen. 20er. Mit das Bein brauche ich nicht. Hier kannst du essen, mein Freund.
Ein lecker gesundes Fleisch. Jetzt gehen wir mal runter. Idiot. Dober Hund. Komm her, Hund. Zurück mit dir. So, dass wir ihn noch mal sehen. Terminal. Call Log. Notrufzentrale, haben Sie einen Notfall? Frau, bitte helfen Sie mir. Ich glaube, da draußen ist jemand. Ich habe etwas gehört und es sieht aus, als wäre jemand da. Notrufzentrale. Bleiben Sie ruhig. Schicke einen Streifenwagen. Dürfte hier Ihren Namen und Ihre Adresse haben? Frau, Glas bricht. Ich glaube, er ist jetzt im Haus. Schicken Sie bitte Hilfe. Oh Gott, ich kann ihn hören. Notrufzentrale. Sind Sie da? Ich habe einen Streifenwagen geschickt, der in wenigen Minuten bei Ihnen ist. Suchen Sie. Wird unterbrochen. Frau, man hört eine tätige Auseinandersetzung. Mann, bitte entschuldigen Sie, meine Frau. Erstickter Schrei. Hat heute früh vergessen, Ihre Tabletten einzunehmen. Ist alles in Ordnung. Lange Pause, denn den Streifenwagen brauchen wir auch nicht. Danke auch, legt auf. Aha. Bitte nicht. Bitte nicht. Und? Sollen wir noch einen Notruf lesen? Durch einen Alarm. Gott sei Dank. Wobei. Irgendwie im Kongress. Das ist doch gut. Wo ist das da? Plus zwei, sehr gut. Keine Supermutanten mehr oder was? Das? Alte Bücher. Boah, hab ich sie richtig zerfetzt. Hund. Ja, der Supermutanten. Gut Hund, gut Hund. Chinesisches Stimmgewehr. Schlüssel des Gefängniswärters von Germantown. Nicht 7, ja, das kann ich noch mitnehmen. Level up! Hackup Medizin 50. Die Waffen 50. Schleichen, komm, Schleichen machen wir 35. Sprache 45. Zwei noch. Noch meine Energiewaffen.
Weiter. Was habe ich Neues? Kannibale. Butter-Experte. Nee, nichts Gescheites. Was haben wir hier? Waffenfreak. Bin geradezu davon besessen, konventionelle Feuerwaffen zu benutzen, um zu bewegen. Jeden weiteren Rang des extra Waffenfreaks erhalten Sie weitere 5 Punkte für die Fähigkeiten. Fertigkeiten, kleine Waffen und reparieren. Lady Killer, mach ich mehr Schaden. Dieb. 5 auf Bub. Schleichen und Dietrich. Auch ganz gut. Sektenforscher. Dreimark, Revolverman. Erzucher. Der Kornkorken. Kronkorken. Größe zählt. Waffen. Ein Gewehr oder ähnliche Waffe. Strahlung. Extra unbefasste Vermittlung. Erhalten Sie weiter 30 Punkte für die Fähigkeit Sprache, solange Sie einen neutralen Karma-Level haben. Das kannst du auch nicht. Extra Feindes erhöht sich Ihre Chance, ein Gegner im Kampf einen kritischen Treffer zu verursachen. Ja, komm, mach einfach das. Fertig. Gebe ich dir voll. Bam! Nicht mal getroffen, den ersten Schuss. Der da. Jagdflinte. Und bitte. Mach sowas nicht. Alles nur nicht sowas. Für mich nicht. Muss doch im Klo, finde ich was. Die. Mission, Kronkorken, Granaten. Wenigstens kann ich den Hund wegschieben. Kann mich nicht so arg blockieren. Au. Sehr schwer. Und töte den da. Besser knack 75. Ich dachte, ich habe einen Schlüssel gefunden. Hey, da ist ein Mensch. Habe ich hier ein Vorkriegsbuch? Komm, das knacke ich. Ah, das brauche ich gar nicht knacken. Ich kann das einfach öffnen. Jetzt Kennwort. Oh, ich habe das Kennwort. Blatt beschädigt. Notfallzellenentriegelung. Hey! Wie sind Sie hier reingekommen? Zu Fuß. Sie retten mich? Danke. Ich dachte wirklich bereits, wir wären erledigt. Ich glaube, die anderen sind tot. Oder noch was Schlimmeres. Ich bin froh, dass Sie noch leben. Ich bin auch froh. Ich habe verdammt Glück, dass Sie gekommen sind. Da noch jemand? Alle anderen sind entweder tot oder wurden sonst wohin verschleppt. Nun, mit Ausnahme von Shorty vielleicht. Den haben Sie vor kurzem nach unten in die Küche gezerrt. Aber bisher ist niemand aus der Küche zurückgekommen. Warten Sie, ich schau mal nach Shorty. Ich häng doch hier nicht rum, damit mich irgendein Supermutant erneut einsperrt. Es gibt ja irgendwo in der Nähe eine Hintertür. Wenn sie nicht bald zurück sind, hau ich ab. Wenn ich weg bin, treffen wir uns in Big Town wieder. Alles klar. Okay, dann sperre ich es. Tu so, als wärst du eingesperrt. Schlaf hier mal ein Stündchen. Noch da, okay. Die wollen die Kakerlake boxen. Oh, eine große Zelle. Die VIPs hier. Also, Cherry Bomb ist da. Richtig schön auf dem Klo.
Richtig so aus dem Wasser raus. Wir sollten abhauen, meinen Sie nicht? Nee, bin ich nicht der Meinung. Ich muss Shorty finden. Da links. Oder die Reste von Shorty. Und? Und? War ich hier? Jo. So. Jetzt in die Küche. Verschlossen. Nicht für mich. Fat Man. Ich überlastet, ja. War ja so klar. Aber ich habe doch besser reparieren gelernt. Ah, jetzt kann ich genau laufen. So. Gott. Der blutet noch. Wer ist das? Hier. Die Granaten, was? Ja, klar, ja. Lecker, Maulwurfsteak. Fleisch. John. Wasser. Ah, das ist ein Schießstand. Ich. Nee. Oder? Ah, hier bin ich reingekommen. Passt. Wird Kakerlaken nicht mit jetzt mal. Willst mich pressen, was? Hier liegen schon genug Körperteile rum. Warum frisst du nicht die? Nicht brechen, nicht mal. Schmeckt alles. Ich hoffe, du erstickst an meinen Knochen. Und jetzt gebe ich dir einen Headshot, du Penner. Ja. Okay, lass mal rum, wieder mal. Schmeckt alt. Hey, ist das die Küche? Ofen noch ein O. Shorty. Gott sei Dank. Wer sind Sie? Egal, spielt jetzt keine Rolle. Wir holen jetzt Red und hauen ab. Sie gehen voran, ich folge. Los geht's. Bewegung!
Los jetzt, machen wir, dass wir hier rauskommen. In Ordnung. Auf geht's. Los, mir nach. Okay, gehen wir. Voller krasser, weißt du schon, ich rette mir das Leben und er befehligt mich. Hey du, was jetzt mit? Hab ich gesagt. Hier noch Teilkiste mit Mist. Ich hoffe, der redet nicht mit mir. Sag's aus. Beeil dich bitte! Würde mir ziemlich auf die Nerven gehen, wenn er das die ganze machen würde. Noch ein Schlüssel. Boah, eine Cola. Ich muss irgendwas essen. Lecker, lecker. Noch mehr essen. Hundefleisch. Oh, lecker. Hm. Die kippt mehr. Gerettet, jetzt muss ich wieder umsehen. Kann ich eine Waffe geben? Genug geredet. Hauen wir ab von hier. Sieht so aus, als würde jemand eine Waffe brauchen. Und ob ich eine brauchen könnte. Her damit. Auch wie seine Pistole. Los, mir nach. Glaubst du, ich muss ich dir auch Munition geben? Werde ich schon sehen, wenn er Gegner sieht. Dann, weil er Trottel ist. Warte, beweg deinen Arsch. Die Zellen. Hey da. Wir können in Big Town wieder reden. Aber jetzt hauen wir erstmal ab von hier. Sprache, 100%. Kann ich einen Lipoplastator oder so Maltransport auftreiben? Es heißt, Pinkerton aus Rivet City hätte jetzt einen Lipoplastikator und einen Transplantator. Das arme Schwein, an dem er die Teile ausprobiert. Sieht aus, wie jemand eine Waffe braucht. Unter diesen Umständen nehme ich, was immer sie haben. Ist doch also keine Wahl. Nee, 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 nee. Hier die Brille ausziehen. Los, mir nach. In Ordnung. Aber sorgen Sie dafür, dass uns nichts passiert, okay? Aber ich habe hier die ganzen Supermutanten erlegt, damit du frei bist. Also erzähl mir keine Storys. Kann ich jetzt schnell reisen, einfach nach. Und ich speichere. Ach, falsch. Big Town, wo ist Big Town? Down, ja. Wenn das geht, war das ja voll easy. Diese Hornochsen in Lamplight meinten, hier wäre das fantastisch. Unser Held kehrt zurück. Was? Erzähl ich denn überhaupt nicht? Oh, bin ich froh, wieder sicher zu Hause zu sein. Ich bin froh, dass es Ihnen gut geht. Und geben Sie mir bitte keine Belohnung. Wir haben doch vor, dafür zu belohnen, dass ich Sie gerettet habe, oder? Natürlich. Meine Rettung war für Sie ein Job und Sie sind ein echter Profi. Also bitteschön. Ich wünschte, ich könnte Ihnen mehr geben. Ich bin ein richtiger Profi. Was? Mehr bekomme ich als Lebensretter nicht. Das mehr dürfte es schon sein. Nun, ich schätze, das hier können Sie auch haben. Ich hatte es gespart, um für die Leute in dieser Stadt Medizin zu kaufen.
Das ich brauchen weiß, die nicht. Dass sie ihr Leben schon mal riskiert haben. Aber die Mutanten reden von einem weiteren Angriff. Wahrscheinlich sind sie schon bald hier. Oh, ich habe Karma verloren. Kann ich helfen, euch zu verteidigen? Das Gesetz zu Irland nur die Stärken überleben. Ich kann euch helfen, euch zu verteidigen. Wirklich? Das ist ja großartig. An was hatten Sie denn gedacht? Wissenschaft. Wir bräuchten ein paar Roboter-Defender. Ich zeige Ihnen, was macht. Spitze, dann auf zum Schrottplatz. Da gibt's sicher ein paar alte Roboter. Vielleicht können wir sie reparieren und wir lernen, wie es gemacht wird. Er hat zumindest mich gerettet. Hey, Shorty. Na, Schlaukopf. Bringen Sie uns nun was wir bei, oder alle gespannt darauf, etwas von Ihnen zu lernen. Wenigstens den los. Tag überstanden, nicht wahr? Kann ich die jetzt reparieren? Roboter reparieren. Einen schönen Tag wünsche ich. Hab sie einen zweiten Roboter irgendwo? Das ist hoffnungslos! Diese Hornochsen in Lamplight meinten, hier wäre das fantastisch. So haben die Baseballschläger. Schon los oder was? Wo ist da was? Ich sehe da nichts. Wir müssen sie festnageln. Da vorne ein Riesenskorpion. Die ganze Stadt jagt jetzt einen Riesenskorpion. Nein, komm, der Riesenskorpion hat den Typen erlegt. Ich habe seit Wochen nicht geschlafen. Danke für die Hilfe. Ich hoffe bloß, dass wir den nächsten Angriff auch überleben werden. Aber wahrscheinlich nicht. Jetzt lade. Hier gab es doch einen zweiten Roboter irgendwo. Hallo Shorty, wie geht es denn unserem liebsten Kleinen? Da, das ist Skorpion. Kommt ein Skorpion und killt sie einfach. Lass sie überleben. Diese Hornochsen in Lamplight meinten, hier wäre es fantastisch. Ich hasse es hier. Ja, lass mich durch. Lass die einfach spazieren. Verdammter Riesenskorpion, komm auf den Schwanz von dem. 0%, ja. Guter Junge. So. Habe ich auch noch jeden von denen das Leben gerettet, nochmal.